Klingelöckchen, Klingelingel. Oh. Ling. Herzlich willkommen zu Ruhrpuls. Ich habe echt nicht so viel Bock. Wir schauen uns heute den Wacken Adventskalender an. Wacken! Wacken! Und dafür habe ich mir auch den besten und einzigen Mitarbeiter von Pormedia an die Seite geholt, der mal bei Wacken war. Dominik! Ich war nie auf Wacken. Das schneidet noch gar nicht. Die sind zu teuer geworden. Aber wir haben also 24 mal Bier. Ja, wenn ich nicht aufmachen. Das ist nicht so klug gemacht. Ja, wenn du das aufmachst. Wenn ich das aufmache, wenn man das aufmacht, ist oben einfach das Bier. Aber hier hat man doch Törchen, oder? Hey, das ist doch ein Adventskalender. Ja, das ist nicht so gut gemacht. Das ist Quick Access, das ist für mein Format. Aber weil es 24 mal Bier ist und ich weiß nicht wie viel, habe ich mir gedacht, alleine ist das einfach eine schlechte Idee. Deswegen bin ich gerade dabei. Ich möchte nur eine Sache klarstellen, bevor es losgeht. Wenn wir ein Bier doppelt ziehen, dann trinken wir das natürlich nicht. Ich hole mal einen Flaschenöffner. Ich mache derweil die 1 auf. Jau! Flippelflop. Mega toll, Flaschenöffner. Rein da! Du hast Harry Potters Hand gefunden. Was ist denn das? Da ist ein Glas in der Hand, sie will saufen! Wer kauft sich einen Adventskalender, wo 24 mal Bier drin ist? Und wer ist dann nicht enttäuscht, wenn da am Anfang im ersten Glas ist? Ich finde es gut, dass da ein Glas drin ist, aber sollte nicht in der 1 ein Glas und eine Flasche drin sein? Okay, wir machen jetzt immer abwechselnd. Du bist mit der 2. Woo! Vielleicht ist bei dir immer was drin. Da sind Glasflaschen drin, ich sollte das nicht so toll machen. Ich merke das schon. Lass mal hier ein bisschen. Stopf mal bitte da rein, mach mal bitte. Was die denn gestern noch? Oh, da ist aber mehr als nur ein Damm gerissen. Uiuiuiui. Wir haben einen Sleipnir. Sleipnir! 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 Wir kennen das als das irgendwie zwölfbeinige Pferd von Loki, mit dem der mal Sex hatte. Wilde Zeiten. Wir haben ja so einen Booklet dazu bekommen. Der Wahnsinn. Es heißt auch Beer of the Gods. Ja. Im Galopp rinnt es die Kehle hinab und ruft zu dir, auf 7 Beinen kann man nicht stehen. Wie viel Bums hat denn der Bums? 4,8%. Ist auch nur 2 von 5 Sternen. Ja. Dann Trinktemperatur 5 bis 8 Grad. Wir haben hier wohlige 20. Farbe goldgelb. Das ist Pipi, das stimmt. Wenn das dein Pipi stimmt, so aussieht, dann hast du zu wenig getrunken. Ja. Sag mal, bitte ein Bitter. Ja, das ist ein helles, ne? Ja, ich muss sagen, also morgens ein Bier fühle ich nicht und morgens nicht das Törchen von meinem Adventskalender aufmachen auch nicht. Es sei denn, du bist ein Mönch. Weil in der Fastenzeit haben wir Bier gebraut und getrunken. Digga, sehe ich aus wie ein Mönch. Keine Ahnung, kannst ja aussehen, wie du willst und ein Mönch sein. Machen wir die 3 auf. Nee, wir machen das normal auf jetzt. Wie normale Menschen. Das machen wir. Ja, okay. Ja. So. Wie normale Menschen. Wir haben ein bisschen spicy hier unterwegs. Und wir haben Crafty Loki mit einem. Das Bild haben wir auch mal benutzt und wir hatten damals keine Rechte daran. Ich stell das so in den Raum. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht hatten wir das auch geklaut. World Beer Award 2018. Sagen, der hat vor 4 Jahren mal einen Preis gewonnen. 5,7%, 6 bis 8 Grad, heller Bernstein. Das ist tatsächlich bernsteinfarbener als. Nee, das ist dunkler. Hä? Das ist dunkler. Oh mein Gott, das schmeckt. Das riecht gut, aber das schmeckt nicht so, wie es riecht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt 24 Mal hintereinander aushalte. Das kann das hier überhaupt nicht bewerten. Wie viel hat der Scheiß gekostet? So viel. Viel zu viel. Es ist also, halt einfach, kauft euch das Bier doch einfach so, das ist billiger, überraschenderweise. Und das ist echt, das ist echt eine wacke Verpackung. Hey, aber dann kriegst du nicht so ein das tolles... Hier, das ist doch wack, Alter. Quatre. Mami? Das funktioniert leider gar nicht so gut, wie ich's... Nee, du musst doch mal... Du hast den falschen Modus aktiviert. Wir haben doch darüber geredet, so. Das ist doch hier Harry Potter, du bist der Unerwählte. Wir haben doch... Oh mein Gott. So, jetzt wär's stark. Das ist echt nicht okay. Was ist das für ein Video? Oh. Aber was ist das für ein Bier? Ist ja eher die Frage. Das ist das Forseti-Bier. Forseti. Gut, für euch interessant ist, es ist schwarz von der Farbe her und hat 5,9 Bums. Röstaromatisch auf einem Bier ist, also rösten tue ich eine Mandel. Wenn dein Pipi so aussieht, würde ich zum Arzt gehen. Also, ich nach einer Woche Seven vs. Wild, ne? Fritz Meinecke baut sich da irgendwie ein Haus und ich pinkel einfach Kacke aus meinem Schniedelwutz. Willst du noch den Rest haben? Das stinkt nach Kacke. Klar, gib mir den Rest. Wir werden betrunken sein. Wir dürfen nicht alles leer trinken. Nee. Also wenn Bier sauer wird, ist es vielleicht einfach auch schon schlecht.
Das schmeckt wie ein Döner. Ich habe lange keinen Döner mehr gegessen. Wenn so ein Döner schmeckt, warum isst man Döner? Das hat original den Nachgeschmack von irgendwie eklig Fleisch. Nee. Der Hammer, wirklich! Würdest du sagen, Thors Hammer? Aufmachen. Brauchst du was Neues zum Öffnen? Guck mal hier. Naja, so wirklich funktioniert das nicht. Aber ich mach dir erstmal einen Schmacko auf. Oh, das sieht schön aus. Oh, das hat eine gute Pipi-Farbe. Das ist süffig malzbetont von roter Farbe. Warte mal, das hat eine gute Pipi-Farbe? Das ist rot. Nee, da würde ich nicht stehen bleiben. Es wärmt den Rumpf und Kopf. Na, ist doch super. Wir haben morgen richtig doll Kopfschmerzen. Unglaublich. Du hast eine Schaumkrone. Ui, das ist aber, das ist keine Schaumkrone, das ist ein Schaumthron. Ja, da kann ich mich reinsetzen. Das schmeckt giga süß, finde ich. Süß und sauer. Bist du im Kinder-Country oder was ist los? Alter, du bist doch ein Das hat doch nicht wirklich Kohlensäure. Das hat 6,5 Umdrehungen. Oh, du hast alle guten Daten. Ja, Nikolaus! Also Nikolaus, da erwarte ich jetzt ja was Gutes, was Großartiges, was Besonderes. Ach du Scheiße, ist das 0,5er da drin? So sah meine Geburt aus, ich sag's doch. Das ist auch nur ein 0,3er. Das ist das Ratatöskere. Ja, so sieht der ganze Scheiß aus. Ratatöski? Du weißt noch, was das ist. Deswegen muss ich es mir nicht sagen. Aber ihr schreibt es jetzt in die Kommentare. Ratatöskere ist das Eichhörnchen. Genau. Und das hat 5,6%. Naja. Was willst du? Ich kann nicht, wenn das Kind guckt. Papa, ich will nicht, dass du so viel trinkst. Halt die Fresse! Ja, komm. Man muss ja auch früh anfangen. Man muss ja auch trainieren. Weißt du, wie ich aussah, als ich mein erstes Bier getrunken habe? Das wird immer schlimmer. Backstreet Lennon, das ist so lecker! Nee, geil. Ist geil. Kann man das trinken. Ist geil. Das kann man machen, das ist geil. Ratatöskere. Das ist auch das, was Rambo im Wald macht. Ratatöskere! Wenn ihr mehr wie sowas hier sehen wollt, wo es unter anderem manchmal um Adventskalender geht, aber vor allem darum, sehr viel zu trinken und hier zu sitzen, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Denn wir haben einen eigenen Kanal, der sich nur darum dreht. Und ja, also wenn ihr uns saufen sehen wollt, ist Feierabend eure Adresse. Ist ein guter Kanal, muss ich sagen. Aber hier geht's halt um Adventskalender. Deswegen, das ist hier das ultimative MCU-Crossover, Alter. Und viel wichtiger, am 3.12., also den nächsten Samstag, sind wir im Kino, aber live und machen ein live-podcastiges Event für euch. Der ganze Spaß kostet 15 Euro. Zwei noch nicht in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch beim UCI Lux am Mercedes-Benz-Platz in Berlin Tickets organisieren für 14.30 Uhr. Wir probieren das Ganze erstmal aus. In diesen 15 Euro ist aber nichts für uns drin, sondern nur euer Getränk, Popcorn und die Saalmiete. Und wir haben ein extra Video für euch produziert. Wir werden ein bisschen Spaß machen, ein bisschen Podcast, ein bisschen Frage-Antwort. Und mal gucken, wie das Ganze läuft. Und wenn das geil ist, machen wir es nochmal. Also bitte, spammt mal unten rein, kommt vorbei. Wir machen natürlich Fotos, wir geben Autogramme. Wir küssen uns auf der Bühne. Und wenn ihr nicht aus Berlin seid, keine Sorge, wenn das gut ankommt, dann kommen wir bestimmt auch mal bei euch vorbei. Aber an alle Berliner, das muss schon ausverkauft sein, ne? Heimdall. Mit seinem Sohn Jonas, nee, Astrid. Ja, 6,5%, let's go. Das ist eine schöne Schaumkrone geworden. Du möchtest es ja eigentlich so haben, weil du möchtest nicht, dass die Leute einen Blähbauch kriegen. Wenn du in einer Bar arbeitest, dann würdest du wollen, dass du eine gewisse Schaumkrone hast, damit sich einfach die ganze Kohlensäure nicht in deinem Magen erst löst. Jo, damit die Leute so viel trinken, wie sie können. Das riecht, es riecht nach, echt das süß. Riecht nach es Honig. Riecht nach einer Biene, Alter. Biene Maya hat da reingewichst. Ja, das ist der Fred Ferkel unter den Bieren. Oh, also ich mag ja Homemade, aber das ist nicht schön. Benni! Komm mal vorbei! Ich dachte wirklich, alle guten Geister hätten uns verlassen. Aber das ist der gute Geist. Kannst du bitte mal die 8 aufmachen? Du riechst aber gut. Ich mach dir die auf und du musst sie jetzt trinken. Okay. Mir ist halt alles egal, was du sagst. Was haben wir denn hier? Oh, Doppelbock! Oh, ich liebe Weizen-Doppelbock. 7,5%. Ich liebe das. Der Wahnsinn. Heißen die zwei Ziegenböcke des mächtigen Donnergottes Thor. Das sind die, die in Thor immer so viel geschrien haben und so lustig waren. Das deswegen war nicht lustig.
schmeckt schon nach Ziege. schmeckt. Ziegenarsch. Danke, dass du den Doppelbock für uns doppelt getankt hast. Oh ja, das ist genau das Gesicht, was ich mir gewünscht habe. Nimm dir das mal mit, ne? Trink dir den mal. Na, behandle die beiden Ziegen gut. Du ziehst jetzt die 9. Die 9, okay. Gib mir die 9! Was haben wir denn da überhaupt? Oh nein! Das ist Mjölnir. Mjölnir, oh, Mjölnir müsste ziemlich stark sein, würde ich behaupten. Also Mjölnir, ihr kennt ihn alle als Hammer. Ich bin Mjölnir, der malmende Hammer des Donnergottes. Tor! Sintri ist 5,3% und es sollte noch kälter getrunken werden als alles andere. Es ist goldgelb. Das stimmt. Wie ein Bier sein sollte. Und es hat einen ausgeprägten Geschmack. Oh, das ist im Abgang gar nicht so lecker. Oh. Bier of Gods, naja, aber nicht jeder Gott ist nett, ne? Also ich meine, kreativ ist das auf jeden Fall. Man kann sich das auch als Poster und T-Shirt kaufen. Wenn man mit den Alkoholikern nochmal schön. Ich meine, bei Feiern, wir haben auch echt guten Merch. Oh, Ahoi Sause, das ist aber funny. Aber ich muss den zugute halten. Wir haben jetzt bisher 9 Fächer geöffnet und es war jedes Mal was anderes drin. Das stimmt. Das stimmt. Das hatten wir bisher noch nicht so oft auf einem anderen Kanal. Was ja das Problem an der ganzen Nummer ist, ich werde heute Durchfall kriegen und ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Mir geht's schrecklich. Da braucht jemand die 10. Warum sind wir erst bei der 10? Wir haben noch 2 Wochen vor uns. Oh nein, das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Oh nein, es ist Tür. Oh, da müssen wir Tür. Wirst bei God of War übrigens gerettet und bis jetzt mag ich ihn nicht so gern. Also ich trete Türen nur ein. Weißt du, was das Schlimme bei Bier ist? Das Bier. Weil egal, ob es 2% hat wie ein Radler oder fast 9% wie das hier, es schmeckt immer gleich. 8,3%. Das ist bei Bier wirklich, das ist bei Bier wirklich ganz, ganz, ganz doll gemein. Markant. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage, ob man auch saufen kann? Hast du mal dran gerochen? Ja, also man sollte wahrscheinlich nicht, sonst hat er ja noch nie irgendjemand auf der... You're a monster, Mr. Grinch. Oh, es ist nicht besser geworden. Nee. Wir haben den guten Baldur. Das ist auch ein gutes... Der Baldur. Gutes Schlusswort. Haben wir gesagt, Baldur ist der immer stirbt? Oh, du hast ganz schön viel bekommen. Du bist heute ganz schön durstig, ne? Nee, bin ich gar nicht mehr so sehr. Naja. Ja, es schmeckt nach Bier. Ich muss auch ehrlich sagen, so nach 10 Flaschen schmeckt es halt auch einfach nur noch nach Bier. Und da ist unser Joker. Magst du noch eins? Jo. Oh, Benny hat noch Bock. Mach mal bitte, Joker, mach mal bitte die 12. Die 12. Oh, die 12. Was trinkst du jetzt? Berserkerblut. Oh, das ist rot. Wow, okay, das hat viel Bums. Hat schon wieder 7,5%. Warum kriegst du die Laschensorten? Wir hatten das 8,5. Wie die Laschen? Ja, wir hatten 8,5. Das wird nach Brot riechen. Trunk aus Bier und Kirschwein. Er hat das Kirschbier bekommen. Ich bin traurig. Das magst du nicht? Oh. Oh, fuck, ich hab mir gerade meinen Nacken gesehen. Oh. Das hab ich gehört. Ja! Ey, ich mag Bier wirklich sehr das gerne. Das ist das erste Bier, wo ich wirklich sage, das schmeckt richtig ekelig. Das ist auch wirklich, also ich muss sagen, das ist, wenn du einen Nierenstein hast. Guck mal, 8,9% versus Kirschbier. Damit komme ich nach Valhalla, noch einen Schluck und ich sterbe. Das ist ja richtig ekelhaft. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Also alles war vertretbar. Nee, Heike, ab jetzt können wir wieder weitermachen. Das Video setzt hier. Das Video ist jetzt wieder in the flow. Folgendes. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde schon aufgenommen. Und wir haben nicht mal die Hälfte. Wir müssen das jetzt beschleunigen. Bedeutet für uns, wir machen jetzt immer 2 gleichzeitig auf. Wir stoßen einmal an. Okay. Probieren das? Ja. Probieren das. Wenn es geil ist, können wir switchen. Können wir tauschen. Aber habe ich keinen Bock drauf. Ey, ich habe schon wieder Slide. Nee, das müssen wir nicht trinken. Ich mache die 15 sofort. Ich hasse euch so doll. Ist eine Doppelung. Ich hab Hymir. Hatten wir noch nicht? Hatten wir schon. Sleipnir hatten wir, das ist echt ein bisschen traurig. Aber hier habe ich Hymir den Finsteren. Der gehört zu den YouTubern. Fuck, ich habe mir, glaube ich, einfach den Finger abgeschnitten. Au!
Das ist immer noch nicht das, was ich will. Was tust du denn da? Einschalten willkommen. Das hatten wir doch auch schon. Warum habe ich das mit 8,5 Promille, was wir noch nicht hatten? Das hatten wir schon. Du hältst kurz dein Maul. Das hatten wir schon. Ich trinke das nicht nochmal. So. Und jetzt haben wir Frau Seti. Den hatten wir auch schon. Ich habe euch gerade gelobt, ihr Wichser. Wir machen mit der 17 weiter, weil wenn das so geht, dann ist das natürlich easy. Dann können wir auch wieder leer trinken. Nee, Crafty Loki hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon! Alter, du bist unser Joker, Malte. Ich mach weiter. Du carries uns. Let's go. Let's go. Die 18. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Es ist doch nicht euer Ernst, oder? Da ist überall die gleiche Scheiße jetzt drin ab der Hälfte. Der ist neu. Der ist neu. Okay, Sutra ist neu. Oh, der hat was gewonnen. Sutra! Nee, dreh mal nach vorne, der hat was gewonnen. World Beer Awards Germany Gold 2018. Das ist gar nicht gut. Okay, ich aber das kann man auch bei 12 bis 14 Grad genießen, mein Bier. So trinke ich meinen Kaffee. Du hast einfach 2% mehr als ich. Ich habe 6,2, du hast 8,5. Ja, ich weiß nicht. Ich will deins probieren. Dann tauschen wir. Ja, dann sage ich einmal, ne? Cheers. Feliz Navidad. Deins ist besser. Deins ist schlimmer. Wir sind bei der 20. Wir haben alle schon auf. Nur noch 20. Vier. Nur noch jetzt. Schön. Ach ja, und ich mach direkt die 21 auf, weil... Hier, Baldur. Hatten wir schon. Weiß ich nicht. Hatten wir schon? Ja. 21, let's go. Ich mach die 22 auf währenddessen. Es hätte mir vorher sagen müssen, dass wir Doppelung nicht saufen. Ich möchte nur eine Sache klarstellen, bevor es losgeht. Wenn wir ein Bier doppelt ziehen, dann trinken wir das natürlich nicht. Oh, wir sind wieder hier in der Real Life. 21. Ey, wirklich, da ist eine einzige Sorte drin. Nee, Radarsock. Nee, der Weizendoppelbock. Da habt ihr hier nochmal eine Einblendung von Benny. Schmeckt schon nach Ziege. Das ist so schlecht. Ja, mittlerweile same, Bro. Okay, wir haben noch die 23 und die 24, ja? Die haben das wirklich gemacht. Mir hatten wir schon. Mir trinke ich nie nochmal. Okay, ich weiß, was da drin ist. Halt, stopp! Der ist neu. Halt, stopp! Ja. Warte mal, das ist der Walkürenschluck. Aber ich habe mich die ganze Zeit auf Heidruns Spritz gefreut. Und das war da gar nicht drin. Haben wir was vergessen? Nee, das ist leer. Wo ist Heidruns Spritz? Warte mal, so wie dumm. Hier, warte mal, nee, das ist einfach nur ein, das ist gar nicht das Heft für den Adventskalender. Das ist, glaube ich, einfach aber nur aber das ist so, doch Beer of the Gods. Aber das ist, glaube ich, einfach nur so, hallo, die geben mir eine Zelle dafür, wo nicht alles drin ist? Was? Ich habe mich auf eine Metschorle gefreut. Naja, okay, dafür haben wir den Walkürenschluck mit 7,8%. Fick doch, mein Lieben. Fick ist doch ein... Magst du das bitte nicht so, das wird hier immer voller. Uiuiuiui. Ich finde das... Moment mal! Fair. Ich weiß, dass diese Flasche 0,33 Füllvolumen hat. Aber dieses Glas hat 0,3 Füllvolumen. Was willst du mir jetzt damit zu sagen, dass es nicht fair aufgeteilt ist? Ach du! Schmeckt interessant. Also ich würde sagen, da war eins drin, was wirklich nicht lecker war. Wir waren alle scheiße. Ich muss echt sagen, ich muss richtig doll pissen. Nee, das schmeckt gar nicht gut. Oh, ich muss echt sagen, also ist jetzt kein Witz oder so, aber Hymir ist das schlimmste Bier, Alter. Hymir ist wirklich widerlich. Disgusting. Das war der absolute Oberhammer. Und statt euch jetzt irgendwelche blöden Adventskalender-Openings auf Ruhepuls anzugucken, wie wär's mit dem letzten Moonshine-Adventskalender auf Feierabend, wo es wieder um eher sowas ging? Wo fing mein Satz an? Hört er auf? Gib mir mal bitte das Megafood. Der Sanitäter kann jetzt reinkommen, bitte. Und wir haben natürlich auch noch unser Live-Event. Feierabend live im Kino. Es würde mich freuen, wenn wir vollkommen ausverkauft sind und der Theaterleiter vom UCI sich denkt, shit, man, they did it.